Ja, das, bevor wir jetzt zu der Auseinandersetzung zwischen unseren beiden Podiumsteilnehmern kommen, möchte ich nur kurz resümieren, was mir jetzt hängen geblieben ist. Also bei Herrn Verheugen die Forderung nach Handlungsfähigkeit. Die Europäische Union muss handlungsfähig sein und sie muss als handlungsfähig wahrgenommen werden. Und hier diesen, ja eigentlich, sehr pessimistischen Satz, also furchtbaren Satz, oder diese Analyse, die möglicherweise sogar stimmt, ja, vermutlich, mehr Integration bedeutet mehr Konflikt und das bedeutet dann wieder weniger Integration, das würde ich einen Teufelskreis nennen. Sie haben das nächste Wort, Sie können einsteigen, wo Sie möchten. Ich möchte nur noch, gerade zur Handlungsfähigkeit, die Sie ja so betont haben, anmerken, die EU ist nicht handlungsfähig. In vielen Bereichen, Sie haben sie ja angesprochen, sie kann keinen Frieden mit Russland schaffen. Sie kann in der Ukraine nicht den Frieden schaffen. Sie kann mit der Türkei nicht angemessen umgehen. Die Eurokrise kann sie nicht abschließend lösen. Auf dem Balkan hat sie Probleme. Und dann die Finanz- und Eurokrise, die schleppt sich hin. Herr Strick hat in einem Artikel in der Zeit letzte Woche geschrieben, das ist ein Schrecken ohne Ende. Und jetzt kommen noch Migration, Flucht dazu und dann die internationale Handelspolitik. Wenn wir aktuell sein wollen, denken wir an CETA, eine kleine Region in Belgien mit 3,5 Millionen Einwohnern. Davon die Regierung, die etwa nochmal 30% dieser 3,5 Millionen repräsentiert, also eine Million vielleicht oder 1,5 Millionen. Die stoppen jetzt eine Vertragsverhandlung, das Ergebnis einer Vertragsverhandlung, die schon seit 5 Jahren läuft. Und ja, was fällt einem dazu ein? Nicht? Also da wackelt doch der Schwanz mit dem Hund. Aber, also da haben Sie jetzt vielleicht viel Demokratie, aber handlungsfähig ist das nicht. Das ist das Gegenteil von Handlungsfähigkeit. Wir haben ungefähr 5 oder 6 Themen jetzt schon angesprochen, von denen jedes einzelne uns stundenlang heute Abend beschäftigen könnte. Und ich sage Ihnen jetzt schon voraus, wir werden alle am Ende dieses Abends nicht sehr zufrieden sein. Ja, keiner von uns. Weil wir nicht in der Lage sein werden, auch nur eine einzige dieser Fragen der zur Verfügung stehenden Zeit abschließend zu behandeln. Es geht wirklich fast nur stichwortweise. Erstens, die von Strick aufgeworfene Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Stimmen wir dem vollkommen zu. Hier müssen wir mal ein bisschen aufräumen mit den Illusionen. Dieser europäische Hurra-Patriotismus, wie ich das nenne, ja, von Martin Schulz oder Elmar Brok oder Jean-Claude Juncker, um in Osnabrück zu bleiben, früher auch gelegentlich Gerd Pöttering. Dieser europäische Hurra-Patriotismus führt uns überhaupt nicht weiter. Dieses Augen zu und durch und jedes Stück mehr europäische Regelung ist per se gut, weil es mehr Europa bedeutet. Wenn ich dieses mehr Europa höre, dann weiß ich, dass das ein furchtbarer Irrweg ist. Wenn wir Leuten heute sagen, wir lösen die Probleme durch mehr Europa, was ja nichts anderes heißt als eine Fortsetzung des jahrzehntelangen Trends der Verlagerung von nationaler Verantwortung auf die supranationale Ebene ohne entsprechende demokratische Kontrolle auf das wichtige Punkt, nicht ohne entsprechende demokratische Kontrolle auf der supranationalen Ebene. Ich sage das mal in Klammern, ich kann es ja vergleichen, wenn ich meine die 10 Jahre in Brüssel vergleiche mit der relativ kurzen Zeit, wo ich Mitglied der deutschen Regierung war, ja. Als Mitglied der Bundesregierung wusste ich, dass ich scharf kontrolliert war. Als europäischer Kommissar konnte ich so ziemlich machen, was ich wollte. Ja, ja also die Exekutivbefugnisse, die man in Brüssel hat, gehen weit, weit über die hinaus, die sie auf der nationalen Ebene haben. Die Leute und die Menschen spüren das ja auch.
Das Brexit-Problem und das ganze, diese ganze Vertrauenskrise, die wir in der EU haben, ist das Ergebnis einer gestörten Balance zwischen nationaler Verantwortung und supranationalem Machtanspruch. Und ich sage Ihnen, diese ganzen Träumereien von dem europäischen Superstaat, den Vereinigten Staaten von Europa oder dem föderalen europäischen Bundesstaat, diese Träumereien sind in der Tat gefährlich, weil sie das Mögliche verhindern. Ja, dieser Versuch, das Unmögliche zu schaffen, verhindert das Mögliche. Denn es ist unmöglich. Ist irgendjemand in diesem Saal, der ein europäisches Volk kennt, ein einziges, das bereit ist, seine eigene Staatlichkeit aufzugeben zugunsten eines europäischen Superstaates? Ist hier jemand, der ein einziges Volk kennt, das möchte? Nein, niemand in diesem Raum. Es gibt nämlich ein solches Volk nicht. Es gibt ein solches Volk nicht. Und da sollen wir auch nicht so tun, als gäbe es das. Ja? Und das heißt, europäische Integration wird auf lange, lange Zeit, eine hybride Form des Regierens sein. Ja? Also der Gemeinschaftsbereich, den wir haben, das kommt einem Staat schon sehr nah. Ja, da sind durchaus Elemente der Staatlichkeit gegeben. Aber die letzte Autorität, die Herren der Verträge, ist eben nicht die Gemeinschaft. Ja, Herren der Verträge werden die Mitgliedstaaten bleiben. Und wenn wir aus der Krise raus wollen, in der wir jetzt sind, dann ist die Frage zu beantworten, ist diese Einbahnstraße der Machtverlagerung oder der Kompetenzübertragung, kann man die mal umdrehen? Kann man vielleicht mal Kompetenzen zurückgeben? Erste Frage. Zweite Frage, stimmt es eigentlich, dass die großen Projekte der europäischen Integration, der Binnenmarkt und die Währungsunion allen die gleichen Vorteile gebracht haben? Herr Strick hat das in Bezug auf die Währungsunion bereits dargestellt, ich teile das, bin sogar noch etwas schärfer als Sie. Es gilt aber auch in Bezug auf den Binnenmarkt. Auch der Binnenmarkt bringt nicht gleichmäßige Vorteile für alle. Auch der Binnenmarkt nützt den Großen und Starken. Damit hier ganz absolute Klarheit besteht, die großen Gewinner des Projekts der europäischen Integration, so wie wir es haben, sind die Bundesrepublik Deutschland, das Königreich der Niederlande, das Großherzogtum Luxemburg und die nordischen Länder. Das sind die großen Gewinner. Dann gibt es ein paar in der Mitte und der Rest sind Verlierer. Was glauben Sie denn, wer unsere deutschen Exportüberschüsse bezahlt? Ja, unsere Überschüsse sind notwendigerweise die Verluste an anderer Stelle. Und wir sollen uns gar nichts darauf anbilden, dass wir Exportweltmeister sind. Damit sind wir auch Weltmeister im Schaffen von internationalen Problemen. Hören die Deutschen alles nicht gern, das weiß ich. Und eine Währungsunion, in der das Entscheidende fehlt, nämlich die Solidarität, ja? Eine Währungsunion, in der es keine gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik gibt, aber gleichzeitig von den Deutschen erzwungen, übrigens, ja, von den Deutschen erzwungen, der Grundsatz, aber jeder haftet für sich allein. Dass die Währungsunion eine Zeit lang funktioniert hat, eine Zeit lang, ja, liegt daran, dass die sogenannten Märkte diesen Satz, jeder haftet für sich allein, nicht geglaubt haben. Und da haben die nicht geglaubt, haben gedacht, am Ende werden die dann schon eintreten. Ergebnis war, dass für die schwächeren Länder die Zinsen massiv runtergingen. Und zwar für die Staaten wie für die privaten Haushalte und eine gigantische weitere Verschuldung einsetzte. Und dann hat sich herausgestellt, die Deutschen haben das ernst gemeint. Mit dem wir treten nicht ein für andere. Das Übelste, was Sie in Deutschland heute sagen können, in der politischen Debatte ist, wir müssen in Europa, Europa muss zu einer Transferunion werden, so wie wir einen Finanzausgleich in Deutschland auch zwischen den Ländern haben. Ja, wir werden Lasten tragen müssen auf viele Jahre für die Griechen, für die Spanier, für die Portugiesen, um ihnen zu helfen, auf das Niveau zu kommen, das ihnen zusteht. Und wenn wir nicht bereit sind, das zu tun,
Und wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, das fliegt uns dieses Europa, ich sage es Ihnen voraus und prüfen Sie meine Worte, wenn es soweit ist, innerhalb der nächsten 10 Jahre fliegt es uns um die Ohren, wenn wir diesen deutschen Weg weitergehen, der immer rücksichtsloser wird und mit immer weniger Rücksicht auf andere nur noch dafür eintritt, dass die deutschen Interessen in Europa durchgesetzt werden. Anders kann ich das nicht sagen. So, ich habe das jetzt sehr kurz gemacht. Damit nur einen letzten Punkt. In der Frage der außenpolitischen Handlungsfähigkeit. Das ist ja alles in Wahrheit noch viel schlimmer. Ja? Da, wo wir außenpolitisch handlungsfähig sind, gibt es schon Bereiche, wo wir was tun können, die Erweiterungspolitik, die Nachbarschaftspolitik und so weiter, da kann man schon was machen. Da werden ja schwere Fehler gemacht. Stellen Sie mal vor, Sie säßen in Moskau und erleben nun schon seit Jahren, wie die NATO immer weiter nach Osten vorrückt. Und Sie fragen sich natürlich, gegen wen ist das eigentlich gerichtet? Bin ich der Feind? Wir hatten doch 1990 in Paris etwas ganz anderes verabredet. Wir hatten doch verabredet das gemeinsame Haus, wir hatten verabredet die gesamteuropäische Sicherheitspartnerschaft. Ja, wir haben doch eine strategische Partnerschaft NATO-Russland. Weshalb muss die NATO um uns herum alle möglichen Territorien sich einverleiben? Ich frage, wieso? Dann kommt die Europäische Union und sagt, wir machen östliche Partnerschaft sind die 6 ehemaligen Sowjetrepubliken außer der Russischen Föderation und den baltischen Ländern, die wir in Europa haben, die allesamt sehr eng noch mit Russland politisch und wirtschaftlich und sicherheitspolitisch verbunden sind. Da frage ich doch, was bedeutet denn das? Ist das jetzt der Anspruch der Europäischen Union auf eine Vorherrschaft im postsowjetischen Raum, ohne mit uns überhaupt zu reden? Schauen Sie, die Ukrainer, die Moldawier, die Armenier, die haben ein originäres Recht, ja, zu sagen, wir möchten an der europäischen Integration mitwirken. Ja? Das ist dasselbe Recht wie wir. Dann können wir keiner erklären, wieso wir, die Deutschen oder andere, wir dürfen. Die Ukrainer oder die Moldawier dürfen aber nicht. Also da können Sie keinen vernünftigen Grund mehr für liefern, warum man eine solche Unterscheidung machen könnte. Ja? So, natürlich können die das. Und niemand hat ein Recht, denen zu sagen, ihr dürft das nicht. Ja? Also die Russen haben da kein Vetorecht. Aber ich kann sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich die Verhandlungen mit 13 Ländern gleichzeitig geführt habe und davon hatten 10 engsten Verbindungen zu Russland und waren früher im sowjetischen Machtbereich. Ich habe den Russen nicht eingeräumt, mitzuverhandeln, aber ich habe für selbstverständlich gehalten, mit Russland über die Fragen zu reden, die Russland betrafen. Ja, die sicherheitspolitischen Aspekte, insbesondere im Hinblick auf Kaliningrad, die Menschenrechtsfrage, nämlich die Rechtsstellung der russischen Minderheiten, die ja plötzlich in diesen Staaten, vor allem in den baltischen Staaten, entstanden waren, und über die Umleitung, die Auswirkungen, die Umleitung der Handelsströme haben würde. Diese Fragen sind mit den Russen geklärt worden, bevor die Erweiterungsverträge gemacht worden sind. Und es hat kein russischen Protest gegeben und nichts. Bis auf den heutigen Tag nicht. Darf ich mal fragen, warum im Falle der Ukraine die Europäische Union es für richtig gehalten hat, ein Assoziierungsabkommen und ein Freihandelsabkommen zu verhandeln und abzuschließen, das im Inhalt praktisch dasselbe ist wie ein Beitrittsabkommen, ohne dass über die Auswirkungen, die dieses Abkommen auf Russland haben wird, mit Russen ein einziges Wort gesprochen zu haben und dann sich zu wundern, wenn die Russen glauben, das ist ein gegen sie gerichteter Akt. Also da wird ein sehr, sehr großes Fragezeichen machen. Ich will damit sagen, es gibt Handlungsfähigkeit in Europa, auf vielen Feldern, wo es schlicht und einfach ein politisches Versagen ist, schlicht und einfach politische Fehler der Leute, die in den Institutionen in Brüssel
und in den nationalen Regionen die Entscheidungen treffen. Niemand könnte uns daran hindern, das richtig zu machen, außer eben uns selbst. Ja, bitte. Also ich bin ja ein bisschen immer der Mann mit der Wasserkanne, der das Wasser in den Wein gießt. Ja? Und hier ist wieder ein bisschen Wein, weil Sie so begeistert geklatscht haben bei der Transferunion. Da will ich was zu sagen. Das kann man wollen. Und da gibt es auch sehr gute europäische Gründe. Im Fall von bestimmten Ländern sehr gute moralische Gründe. Also nehmen wir ein Land wie Griechenland. Nicht? Gleichzeitig muss man sehen, was kann man erreichen und wie sähe das dann aus. Und da will ich ein paar Worte zu sagen. Also Währungsunionen haben eine unangenehme Eigenschaft. Sie nehmen dem Verlierer die Möglichkeit, sich mit eigener Kraft wenigstens teilweise gegen das Verlieren zu wehren, indem sie ihre Währungsrelationen verändern. Währungsunionen schließen das aus. Wir haben Erfahrungen mit Währungsunionen. 1990 in Ostdeutschland. Wir hatten die 90er Jahre eine Zeit, in der in Ostdeutschland Arbeitslosenraten von 20-23% sozusagen zum neuen Normal gehörten. Ja. Die waren auf eine Weise in diese Währungsunion reingenommen worden, die ihnen die Luft beim Atmen abschnürte. Da musste etwas getan werden. Und wir haben etwas getan. Bis heute. Sie können ungefähr sagen, dass die, grob gesprochen, 80% der deutschen Bevölkerung, die im Westen wohnen, sozusagen den grob gesprochen 20% der deutschen Bevölkerung, die in den neuen Ländern wohnen, Jahr für Jahr 4% des deutschen Sozialprodukts, grob geschätzt, sozusagen als Transfer rüberschieben. Und das ist nicht wenig, wenn Sie sagen, 4% des Sozialprodukts bezogen auf die gesamten öffentlichen Haushalte, sind das schon mal 8%. Bezogen auf den Bundeshaushalt wären es 16%, völlig wahnsinnige Zahl. Das macht man, indem man die Sozialversicherungssysteme entsprechend ausbaut und so weiter. Denn wenn das der Wähler wüsste, wäre an dieser Stelle schon Schluss, das kann ich Ihnen sagen. Ja? Solidarpakt. Das Interessante an dieser Sache ist, seit ungefähr 15 Jahren ändert sich an der Einkommensrelation zwischen Ost und West gar nichts mehr. Dieses Durchschnittseinkommen in den neuen Ländern ist 80% des Durchschnittseinkommens in Deutschland. Und es geht nicht, es bewegt sich nichts. In Italien haben wir eine Währungsunion zwischen Nord und Süd, die ist 150 Jahre alt. Interessanterweise, also der italienische Haushalt ist sehr schwer zu lesen, das wird Herr Verheugen wahrscheinlich aus Brüsseler Sicht bestätigen, da geht es drunter und drüber, aber wenn man jetzt die Banca d'Italia fragt und ein paar andere, dann kommt man dahin, dass auch in Italien der Transfer vom Norden nach Süden ungefähr zwischen 4 und 4,5% des Sozialprodukts liegt, wobei der Süden, die armen Zonen größer ist, relativ gesprochen, als in Deutschland. Der Unterschied im Pro-Kopf-Einkommen ist größer als in Deutschland, ungefähr 25%. Auch das ist langfristig stabil. Das heißt, das, was darüber geschoben wird, verhindert, dass die weiter abrutschen. Mehr aber auch nicht. Denn lassen Sie mich in Anschluss an das, was Herr Verheugen vorhin gesagt hat, etwas dramatischer zuspitzen. Das Spiel, das hier gespielt wird, ist nicht Solidarität, Friede, Freundschaft und Eierkuchen. Das Spiel, das hier gespielt wird, heißt Kapitalismus. Und Kapitalismus funktioniert nach der Regel, sozusagen Matthäus 25, Vers 29, der da hat, dem wird gegeben
Und der, der nichts hat, dem wird selbst das noch genommen, was er hat. So in der modernen Übersetzung. Ja. Was ich damit meine ist, dass Märkte sozusagen den Regeln kumulativer Bevorteilung folgen. Das ist auch ganz normal, so ist das. Wenn Sie schon viel Geld haben, können Sie auch viel Kredit aufnehmen und viel investieren. Wenn Sie nichts haben, was Sie anbieten können als Sicherheit, dann können Sie auch keinen Kredit bekommen. Und so geht es auseinander. Es sei denn, man hat einen Staat, der in der Lage ist, einzugreifen und so etwas wie Regionalpolitik zu machen. So etwas zu machen, dass diese Unterschiede nicht größer werden, sondern kleiner. Das aber ist außerordentlich schwer. Jetzt kann man in dem italienischen Fall sagen, naja, da sitzt überall die Mafia, ja, und leider kann man diese lokalen Eliten nicht ins Gefängnis stecken, ein paar davon kann man, aber das reicht nicht aus, man wird die nicht los und deshalb versickert das alles. Wenn man jetzt Ostdeutschland anguckt, dann ist der interessante Fall, dass wir 1990 die gesamte lokale Elite sozusagen entmachtet haben, sind alle verschwunden. Die Gerichte, ja nicht alle, aber alle, die in der SED waren, ja, in der CDU, ja, aber Sie werden mir zustimmen, dass an den Schaltstellen, in den Beamtenapparaten, in den Gerichten und so weiter, Universitäten, sozusagen Leute von uns sitzen. Diese Eliten sind ausgeschaltet. Aber es hilft nichts, wenn es darum geht, diese kumulative Wachstumsdynamik oder Ungleichheitsdynamik zu überwinden. Ja? Jetzt sage ich Ihnen voraus, wenn Sie versuchen, das in Europa zu machen, und das ist der Punkt, an dem ich gesagt habe, mehr Integration bedeutet mehr Konflikt und bedeutet im Ergebnis weniger Integration. Wenn Sie versuchen, das in Europa zu machen, dann werden Sie egal was wir hier aus uns rausquetschen können, egal, was wir hier aus uns rausquetschen können, auf die 4% noch drauf, die wir sozusagen brauchen, um die deutsche Gesellschaft zusammenzuhalten. Und wenn man jetzt sagt, sozusagen das nördliche Mittelmeer, dann würde ich sagen, was unser Sozialprodukt angeht, mindestens 10%. In einer Situation, in der wir uns einen ausgeglichenen Haushalt verfassungsmäßig vorgeschrieben haben. Das muss man ja auch sehen. Das schneidet dann ja überall ein. Wenn man sich das mal vorstellt, dann wird folgende Situation entstehen. Die Empfängerländer werden das, was sie bekommen, für zu wenig halten. Und zu Recht. Denn es wird zu wenig sein, um das auszuhalten. Die Geberländer werden denken, das ist längst schon zu viel. Und gleichzeitig werden die Geberländer sagen, vor allen Dingen ist es deshalb zu viel, weil wir gar nicht genug Kontrolle darüber kriegen, was die mit dem Zeug da machen. Und dann werden die Empfängerländer sagen, für das bisschen Geld, was die hier rüberschieben, verlangen die auch noch, uns vorzuschreiben, was wir in unserem Haushalt tun sollen. Das heißt, sie kriegen diese Spannung zwischen Menge und Kontrolle. Die ist unweigerlich in jedem Transfersystem drin. In einem deutschen System des Länderfinanzausgleichs geht das, weil wir unheimlich viele komplexe verfassungsmäßige Regeln haben, ein Verfassungsgericht, ein gemeinsames Steuersystem und so weiter. Sie werden sich erinnern, wie vor ein paar Wochen sozusagen die Reform des Länderfinanzausgleichs nach Mühe und Not über die Runden ging. Sind aber viel weniger Summen drin als das, was wir brauchten, um uns gegenüber dem Mittelmeer sozusagen zu absolvieren. Viel weniger. In einem Land geht das. Über Ländergrenzen hinweg wird das zu internationalen Konflikten zwischen Konfliktpartnern, die mit dem Instrumentarium der nationalen Souveränität so ausgestattet sind. Und das möchte ich nicht erleben. Und an der Stelle ist mein Argument, sozusagen, wir müssen Formen der Integration finden, die diesen Ländern möglich machen, sozusagen für ihre eigenen Interessen effektiver einzutreten, selber. Natürlich auch in einem solidarischen Zusammenhang. Aber der Spielraum muss da sein, dass sie auch Verantwortung übernehmen können und nicht sagen können, ja, wir können ja nichts machen. Also bitte, Herr Draghi, schieben Sie uns was rüber. Und die Bundesbank drückt ein Auge zu und weiß ganz genau, was da passiert. Die Summen, die da rüberkommen, reichen vielleicht gerade aus, Herrn Renzi an der Macht zu halten.
Das heißt, die örtliche Klientelpolitik sozusagen weiter zu subventionieren. Mehr kann das nicht sein. Und sozusagen, mein Schlusssatz ist, es gibt in diesem Problem in Europa keine Lösung, die eine Patentlösung wäre. Ähnliche Probleme treten in anderen Regionen der Welt auf. Das Zerbrechen der amerikanischen Politik in diesem Wahlkampf, das völlige Verschwinden der Republikanischen Partei, das sozusagen Wegbrechen aus der politischen amerikanischen Zivilisation von weiten Teilen des mittleren Westens, die völlig verarmt sind, zeigt, wie auch da die Fähigkeit zurückgeht, diesen Problemen zu begegnen. Ich sage das nur deshalb, damit Sie sich klar machen, wie gigantisch das Problem ist.